Hallo, mein Name ist Robert Krüger, ich bin Produktentwickler bei Skylotech seit 8 Jahren. Wir sind heute hier am Mittelrhein-Klettersteig vor den Toren Skylotechs. Ich möchte euch heute hier den Rider 3.0 vorstellen, das derzeit sicherste Klettersteigset am Markt, und auf die Besonderheiten und die Anwendungen hinweisen. Das Besondere am Rider 3.0 ist, dass er die mögliche Sturzstrecke an einem Klettersteig um mehr als die Hälfte verkürzt. Wie das funktioniert, möchte ich euch jetzt zeigen. Bei der Begehung eines Klettersteiges mit dem Rider 3.0 gibt es 2 Sachen zu beachten. Zum einen, dass der Rider immer mit dem Pfeil nach oben auf das Drahtseil gesetzt wird und dass der korrekte Seildurchmesser überprüft wird. Das könnt ihr anhand des Cable Guides, der mitgeliefert wird, indem ihr diesen auf das Drahtseil aufsetzt und den Seildurchmesser überprüft. Beim Begehen eines Klettersteiges mit dem Rider 3.0 müsst ihr darauf achten, dass ihr beim Bergaufgehen erst den Karabiner hinter den Ankerpunkt setzt und im Anschluss den Rider. Das hat folgenden Grund: Wenn ihr erst den Rider umhängen würdet, besteht die Gefahr, genau in dem Moment bis zur letzten Zwischensicherung abzustürzen. Beim Bergabgehen mit dem Rider ist darauf zu achten, dass auch hier der Pfeil nach oben stets nach oben zeigt. Der Rider wird mit einer eurer Hände auf dem Drahtseil durch leichtes Zusammendrücken geführt bis zur nächsten Zwischensicherung. Hier ist darauf zu achten, dass ihr erst den Rider umsetzt und im Anschluss den Karabiner. Aus dem gleichen Grund wie beim Bergaufgehen, da sonst die Möglichkeit besteht, bis zur nächsten Zwischensicherung abzustürzen. Solltet ihr zwischen 2 Verankerungspunkten mal rasten müssen, bitte steigt bis zum nächsten Ankerungspunkt. Verwendet eine Standplatzschlinge oder Bandschlinge, idealerweise in der Länge 60 cm, mit einem Twistlock-Karabiner. Hängt euch dort ein und dann könnt ihr rasten. Sollte sich der Seildurchmesser mal außerhalb des zugelassenen Bereiches von 12 bis 16 mm befinden, findet ihr hier oben eine Öse. Dort könnt ihr einen Karabiner einhängen. Am besten verwendet ihr einen Twistlock-Karabiner, der lässt sich einhändig bedienen. Dieser wird hier eingehangen und somit lässt sich der Rider 3.0 wie ein konventionelles Klettersteigset verwenden und ihr könnt den Karabiner in das Drahtseil hängen oder in eine Kette. Ich hoffe, ich konnte euch heute den Rider 3.0 ein bisschen näher bringen, alle Besonderheiten erklären. Lest bitte die Gebrauchsanleitung, macht euch mit dem Gerät vertraut und dann kann nichts mehr schiefgehen.